In der letzten Ferienwoche bietet Kapfenberg erneut die Möglichkeit für Kinder im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in das Berufsleben einzutauchen und spielerisch das Erwachsensein zu erkunden. Mit insgesamt 25 Stationen und 30 verschiedenen Berufen präsentiert sich die Kinderstadt Freitopia als ein spannendes Abenteuer für die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Freitopia in Kapfenberg ist eigentlich schon zur Gewohnheit geworden, fast zur Tradition, möchte man sagen, obwohl es ja nur erst das vierte Mal ist, aber es ist ein Riesenauftritt. Man kann 150 Berufe probieren, die Kinder tasten sich einfach einmal heran und schauen einmal, wie funktioniert Stadt, wie funktioniert Politik, wie funktioniert, wenn ich als Käufer tätig bin, wie verdiene ich mir mein Geld, damit ich überhaupt einkaufen kann. Das heißt, sie bilden das Leben nach, eine Stadt nach, und wenn sie Spaß dabei auch noch haben, dann haben wir unseren Zweck erfüllt. Während ihres Aufenthalts in Freitopia können die Kinder verschiedene Berufe ausprobieren und in realitätsgetreuen Umgebungen ihre Fähigkeiten und Talente entdecken. Ob als Arzt, Feuerwehrmann, Bäcker oder Polizist, jedes Kind kann in die Rolle eines Erwachsenen schlüpfen und die Herausforderungen des jeweiligen Berufes meistern. Ich habe schon mal mitgemacht und ich werde heuer auch schon mitmachen, und ich erwarte mir, dass die Feuerwehr wieder da ist. Wir unterstützen die Kinderstadt zuerst einmal monetär sehr tatkräftig. Wir versorgen über unser Hotel Böllerstern, das ja auch in Kapfenberg ist, während der ganzen Woche sämtliche Kinder und Betreuer mit warmem Essen. Und wir haben selber eigentlich eine Kinderstadt in der Kinderstadt aufgebaut, eben unsere Böllerstadt, wo wir 18 Lehrlinge hier haben, die den Kindern die verschiedenen Berufe erklären, mit der Unterstützung von zwei Ausbildern. Und dann ist natürlich auch noch unsere Werkskapelle beteiligt, die Instrumente zeigt, die Feuerwehr hilft mit und alle möglichen Vereine, Institutionen in unserer Böhlergruppe, die mithelfen, damit diese Kinderstadt ein großer Erfolg wird. Die Veranstaltung bietet den Kindern nicht nur die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln, sondern auch den Spaß an Teamarbeit und das Verständnis für die Bedeutung der verschiedenen Berufe zu entwickeln. Freitopia schafft somit eine einzigartige Lernumgebung, in der die Kinder ihre Kreativität entfalten und wichtige soziale Kompetenzen weiterentwickeln können. Man muss über Freitopia wissen, dass es die allerbeste Kinderstadt ist, die es überhaupt gibt, nämlich hier in Kapfenberg in der letzten Ferienwoche täglich von 8 bis 16 Uhr für alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, um sich wirklich selbst richtig schön austoben zu können in der Gestaltung ihrer eigenen Stadt und ihrer eigenen Möglichkeiten. Wo kann man sich anmelden? Online ab morgen über die Kinderfreunde Steiermark Homepage. Bitte schnell sein, die Plätze werden sicher rasch vergriffen sein. Und wer kann sich anmelden? Alle Buben und Mädchen zwischen 6 und 12 Jahren hier aus der Region, aus Kapfenberg, wir freuen uns auf euch. Die Organisatoren sind begeistert, den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erneut die Chance zu geben, in Freitopia ihre Träume und Interessen zu erkunden. Mit einem vielfältigen Angebot an Berufen und Aktivitäten verspricht die Kinderstadt eine unvergessliche Erfahrung und eine aufregende Reise in die Welt der Erwachsenen.